einen wunderbaren 21. Dezember, 21.12.2023, fällt mir jetzt gerade auf, als ich das Datum laut ausgesprochen habe. Heute Nacht war eine richtig rigorose Türöffnung. Und dieses über die Herzkammer, und darum haben viele auch mit dem Herz Mühe gehabt. Herzstolperer, Herzrhythmusstörungen, Angstzustände, der Rücken, also mal auseinanderbrechen möchte. Also ganz viel wie Wehwehchen, die immer wieder dann geschehen können, wenn über die DNA eingestrahlt wird. Und das wurde. Es ist wie eine neue, Sie sagen, eine neue Transitrichtung, ein astrologisches Ereignis, könnte man sagen, dieses 12.12.2012, was eigentlich der 21.12.2012 war, ist jetzt ein rigoroses Ereignis. Das heißt, das, was 2012 geöffnet wurde, wird nun wiederholt. Es ist eine Wiederholung des 21.12.2012, passiert jetzt noch einmal. Das heißt, wir gehen in eine andere Ebene, das Licht wird stärker, es wärmt nicht nur, es ist auch empfindlich für die Augen. Viele haben heute mit den Augen Mühe. Müdigkeit ist nach wie vor da. Und die Türe, die heute Nacht aufging, wird auch vom 23. auf den 24. wiederholt. Und es gibt dann noch eine letzte große Öffnung in diesem Jahr. Dann haben wir wirklich den Antritt in das fünfte dimensionale Jahr 2024 geschafft. Hier geht es immer wieder darum, dass du dich mit deinem Körpersprecher verbindest, so immer spürst, was dein Körper braucht. Du kannst genauso alle Engel und Helfer dazu bitten, aber was wichtig ist, lerne dir selbst zu vertrauen. Ich frage mich die letzten Tage immer wieder, was haben wir gemacht, als es noch nicht die vielen Mediums überall gab? Was haben wir gemacht, als wir noch uns selbst vertrauen mussten? Muss ich bei jedem Zahnschmerz zuerst ein Medium kontaktieren, zu fragen, ob vielleicht ein Ahne noch dahinter steckt? Ich glaube, genau dieses wird ganz entscheidend, wie wir im nächsten Jahr damit umgehen. Wir sollten mehr in die Handlung kommen, mehr uns selbst wieder vertrauen. Ich weiß, durch dieses ganze Corona-geöffnete neue Feld, das heißt ja nichts anderes als Corona 2012, wurde die ganze Ahnenschreie zurückgezogen. Das heißt, ganz viel Negativität wurde aus dem Feld gezogen und dieses hat somit dann gespalten. Und jetzt bekommen wir wieder die Chance, indem wir die Spaltung zurückziehen. Wir kommen wieder bei uns an, Körper, Geist und Seele. Das heißt, ich muss nicht immer bei jeder körperlichen Blessur wissen, was hier als Geschichte gelöst wurde. Es ist nicht wichtig. Wichtig ist, wie du damit umgehst. Wichtig ist, dass du deinem Leben wieder lernst zu vertrauen. Wichtig ist, dass du in deinen körperlichen, geistigen, seelischen Prozess involviert bist. Und wie kannst du involviert sein? Indem du dir selbst vertraust. Du dir vertraust. Ich sage doch schon so lange, ihr habt einen geistigen Kanal. Dieses ist euer Grundkonzept. So seid ihr auf die Welt gekommen. Hier in diesem geistigen Kanal ist alles, gar alles beinhaltet, was du in deinem Leben benötigst. Alle Inkarnationen, die du schon vorher erlebt hast, alle Erinnerungen, wo du jemals deine Schritte auf diesem Erdball gemacht hast. Das heißt, du brauchst dich nur wieder zu erinnern. Je mehr du dich öffnest, und darum sage ich auch, jeden Morgen verbinde dich mit der geistigen Welt, bitte um den Schutz des Tages. Ich sage immer noch, ich bitte um den Schutz meiner Kinder. Also das ist der Satz, der mich schon 24 Jahre, 7 Tage in der Woche begleitet. Ohne diesen Satz gehe ich nicht raus. Das ist so mein kleines Geheimnis, das, was ich immer wieder sage, wenn du dich jeden Tag verbindest, dann bist du in deinem Kanal online. Dann hörst du alles, bekommst alles. Die Schwierigkeit ist nur, weil wir schon so etwas von, wenn ich das so sagen darf, fremdbestimmt sind. Wir glauben uns selbst nicht mehr. Wir brauchen wirklich für jeden, Entschuldigung, Scheiß, irgendein Medium, das wir fragen können, ob es schon richtig ist, dass ich heute das und das mache. Nein, richtig ist, wenn du dir selbst vertraust. Du hast diesen Kanal und dann hast du noch das geistige Team. Ich sage immer wieder, dein persönliches Büroteam steht immer bei dir. Aber es ist der freie Wille. Du kannst sagen, ich nehme mein geistiges Team und höre zu.
Dann heißt es zum Beispiel hier, bleibe heute zu Hause, es ist gut, wenn du heute einfach nur bei dir bleibst. Der zweite aus diesem Team sagt, mich brauchst du heute nicht. Der dritte sagt, schön, dass wir uns kennenlernen. Ich bin Matthäus, ich bin ein geistiger Lehrer von dir. Dann habe ich noch zwei, der eine ist der Schutzengel, der andere der Geistführer. Und ich sehe, dass dieses Team absolut aktiviert wurde. Jeder von euch hat ein geistiges Team, nicht jeder hat fünf, manchmal nur drei, nie weniger als drei, aber es können sogar bis zu acht hinter dir stehen. Das ist dein Büroteam. Und wenn du diese annimmst, dann bist du in allem inkludiert, in allem. Vertrau dir. Es gibt ganz viele Menschen, die mir sagen, Margit, ich weiß nicht, ist es mein Verstand oder ist es das, was ich tatsächlich in mir wahrnehme, was von meinem geistigen Helfer kommt. Und da heißt es ganz klar, vertraue, es kommt von uns. Wenn du die Verbindung zu deinem Team aufnimmst, kommt es von ihnen. Noch einmal zu erklären, ein wenig da hinaufgehen. Frage, bin ich online? Bei mir heißt es, Margit, du weißt es, du bist schon längst online. Dann stelle eine Frage, was ist heute an speziellen Energien? Große Transitöffnung. Also du kannst Fragen stellen. Und wenn du etwas brauchst, dann sagst du, ich bitte um die Hilfe meines Körperhelfers, ich bitte um die Hilfe meines Mentors. Alles, was du in der äußeren Welt sehen kannst, hast du auch geistig bei dir. Also kannst du fragen. Und zum Beispiel jetzt, wo das Herz schon sehr gefordert ist, wenn ich heute frage, dann heißt es, hör hinauf, große Lichtenergie konfrontiert das Herz heute. Bleibt in der Gelassenheit und lernt euch selbst zu vertrauen. Nun das, warum ich eine blaue Mütze anhabe, noch einmal meine blaue Mütze. Am liebsten würde ich den ganzen Tag mit meiner Mütze herumrennen, weil ich merke, es ist wirklich viel einfacher. Ich aktiviere noch einmal für jeden, der hier zuhört, die blaue Mütze. Ganz speziell für jeden, der hier jetzt dabei ist. Ich sehe ganz viele Helfer, die jetzt genau dasselbe machen. Sie geben dir geistig die Möglichkeit, diese Mütze auf deinen Kopf zu setzen. Heute am Abend um 19 Uhr wird sie wieder entfernt, aber bis dahin darfst du ein wenig ruhen. Es wird leichter. Heute Nachmittag eine kleine Sturmwarnung, energetischer Art, gehört dazu. Aber alles andere, lernt dem Leben zu vertrauen. Wir haben diese drei Öffnungen, das Licht wird stärker, klarer und natürlich reagiert unser Körper. Vertrau dem Prozess. Ich schaue immer wieder, wann ich euch wieder ein wenig ein Video machen soll, um euch zu beruhigen. Dann bin ich da. Aber lernt, euch mehr zu vertrauen, auch wenn auch ich eines dieser Mediums bin. Aber ich versuche wirklich immer wieder dir zu erklären, brauchen tust du mich nicht. Animiere dich selbst, vertraue dir selbst. Dann bist du sicher auf deinem Boot gelandet. Du bist der Steuermann. Du hast ein geistiges Team auf diesem Boot. Du bist beschützt, weil du eine Quelle des Lichtes in dir trägst. Je mehr du dieses aktivierst, je mehr kommt Freude, innerer Reichtum, was genauso zum äußeren Reichtum wird. Und 2024 ist das Jahr des goldenen Drachen. Also Fülle steht ganz vorne dran. Das heißt nicht, dass wir nichts zu tun haben. Wir haben ganz viel zu tun. Aber es wird schon ganz, ganz speziell dieses Jahr. Aber dazu dann mehr. Zuerst mal diese Übelkeiten, die du heute spürst. Transitwelle nennt sich dieses. Mehr dazu, wenn es in der Zeit ist, mehr darüber zu erzählen. Ich danke dir und wünsche dir einen so angenehmen wie möglich guten, besten Tag. Danke dir.